Marius, dieser Sieg war natürlich wie jeder Sieg schön, aber ist sicherlich auch was Besonderes gewesen heute, oder? Ja, auf jeden Fall. Gerade für die Mannschaft ein sehr wichtiger Sieg, auch gerade aufgrund von der Tabellensituation im Moment. Wir sind ein bisschen jetzt wieder näher herangerückt an die Plätze vor uns und ich denke, die nächsten Wochen, wenn wir so spielen wie heute, das Engagement zeigen, die Leidenschaft, ist echt noch was drin, diese Runde. Was für ein Spiel haben wir heute oder du heute erlebt? Ja, Emotionen auf beiden Seiten. Wenn wir ein bisschen Pech haben, macht Pirmasens das 1-1. Aber wirklich heute, wir haben uns das Glück heute wirklich erkämpft. Können vielleicht früher noch 2-0 machen. Aber ich denke, Groß und Ganzen mit 2-0 gegen Pirmasens. Abhaken, ja, wir haben gewonnen. Gibt uns Selbstvertrauen für die nächsten Wochen und da müssen wir weiter dran arbeiten. Du hast heute von Anfang an und als Kapitän auflaufen können. Kannst du das kurz erklären? Ja, also ganz kurz und knapp erklärt. Der Ole ist der erste Kapitän, ich bin der zweite. Und wenn der Ole nicht spielt, darf ich die Kapitänsbinde tragen. Und ja, letzte Woche war ich leider verletzt und mit dem Rücken Probleme gehabt. Aber ja, diese Woche wieder anständig trainiert und dann durfte ich von Anfang an ran. Freut mich natürlich. Ich habe dich ganz stark gesehen heute. Wie hast du es erlebt? Wie siehst du dich? Ja, es ist immer schwer, die eigene Leistung einzuschätzen. Ich denke, es war ordentlich. Mit ein bisschen Glück mache ich vielleicht ein Freistoßtor heute, das hätte mich echt gefreut. Und ja, wir gewinnen und verlieren zusammen und heute zusammen gewonnen. Alles passt und heute Abend ein bisschen gefeiert. Die Meldung, dass Neckar-Elster sich aus der Regionale zurückzieht, hat ja sicherlich auch bei euch die Runde gemacht. Wie wirkt sich das aus? Ja, klar, Rechenspiele fangen jetzt an, je nachdem, wie viele von uns in der Liga aufsteigen. Je nachdem, wie viel von der dritten Liga runterkommen, aber ganz ehrlich, wir schauen jetzt wirklich oder müssen von Spiel zu Spiel schauen. Ja? Jede Woche Gas geben im Training und am Wochenende schauen, dass wir unsere Punkte holen. Spielerisch klappt es ja ganz gut und ja, wir müssen uns einfach belohnen für die Leistung, auch von den letzten Wochen, auch wenn es nicht geklappt hat. Und Team, Trainerteam, wirklich ist alles, stimmt alles. Wir geben Gas und die nächsten Wochen werden zeigen, was noch geht bei uns. Das nächste Spiel ist ein Auswärtsspiel gegen Homburg. Was darf man da für ein Spiel erwarten? Ja, Homburg ist eine Mannschaft, bei der es eigentlich um nichts mehr geht, kann man sagen. Nach oben, nach unten. Ja, wir hauen uns wieder voll rein, zeigen Leidenschaft ohne Ende, Zweikämpfe gewinnen und dann schauen wir. Also wir fahren da nicht hin, um die Punkte einfach liegen zu lassen. Also wir gehen da schon mit dem guten Gefühl, das wir heute hatten auch, nach Homburg. Und dann schauen wir mal, was nach 90 Minuten da steht. Und diese Einstellung wird man, denke ich mal, auch für die restlichen Spiele erwarten können, oder? Ja, auf jeden Fall. Müssen wir einfach zeigen. Ja, wir sind uns auch selber schuldig, dass wir die Runde ordentlich und mit viel Engagement zu Ende bringen. Und wir haben heute einen Anfang gemacht und die nächsten Wochen, ja, wird mit uns auch zu rechnen sein. Eine Frage, etwas am Rande des Spiels. Es geht das Gerücht um, dass du nach einer Spieler-Trainer-Position suchst für die nächste Saison. Kannst du uns dazu etwas verraten? Oder? Ja, also es sieht ganz danach so aus, also dass ich im Verein treu bleibe. Und ich werde nächstes Jahr auf jeden Fall auch die Co-Trainer-Position innehaben beim SV Spielberg. Und als Spieler bleibst du da in dem Verein oder und der ersten Mannschaft auch erhalten? Werde ich, ja. Wobei der Schwerpunkt nächstes Jahr nur auf dem Co-Traineramt beruht. Und ja, mit meinen 30 Jahren und viel erlebt. Und deswegen ist es gut, dass ich nächstes Jahr das Traineramt übernehmen darf. Freue mich richtig auf die Aufgabe, mit den Jungs weiterzuarbeiten, auch mit dem Trainerteam. Und ich glaube, passt alles gut zusammen. Marius, ich danke dir vielmals für das Interview und toi, toi, toi. Dankeschön.